Ich habe zum Schluss dann immer mehr gekauft und gekauft. Und weil das ein Modegeschäft war, habe ich ständig das trendige Sachen anziehen müssen und das kostete viel Geld auch. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach was zu ändern und wegzugehen. Vorher habe ich 15 Jahre lang im Gastgewerbe gearbeitet und 10 Jahre lang im Verkauf. Und das im Verkauf hat mich sehr gestört, dass ständig geschlossene Räume waren und kein Tageslicht, nur Neonlicht und kein Klima. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach das zu ändern und Obuslenkerin zu werden. Also das Tolle bei dem Job finde ich, dass ich mit teuerste Fahrzeug in Salzburg unterwegs sein darf. Zuerst, wo ich im Verkauf gearbeitet habe, habe ich nichts von der schönen Stadt gesehen, wo ich eigentlich lebe und arbeite. Erst durch Obusfahren habe ich meine Stadt kennengelernt. Es ist natürlich nicht jeden Tag gleich. Ab und zu sind Verspätungen auch da und man wird auch von Fahrgästen beschimpft. Aber man muss das einfach locker nehmen, weil wir selber nicht dafür können. Es ist ein toller Job und ich bereue es keine Sekunde. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.